Okay, Leute, also bevor wir zu Dodongos Höhle gehen, würde ich mal sagen, geh nochmal in die verlorenen Wälder, denn wir haben ja das Lied von Salia jetzt drauf und wir können das vor diesem komischen, tanzenden, keine Ahnung was es war, spielen und mal gucken, was wir dann bekommen. Vielleicht gibt er uns ja irgendwas Nices. Und hier müssen wir Salias Lied, glaube ich, spielen. Du kennst Salias Lied. Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Oh, wir haben ein Herzteil bekommen. Sammle noch 2 Herzteile und du erhältst einen neuen Herzcontainer. Hat sich also gelohnt, nochmal herzukommen. Jetzt dürfen wir einmal zu Dodongos Höhle traveln. Und ich bin ehrlich, mich ärgert es immer noch ein bisschen, dass wir immer noch nicht die Hühnerquest geschafft haben. Oh Gott, bitte ramm mich nicht, danke. So, jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, diese Bombe hier aufzuheben. Müssen wir die direkt werfen? Wow, okay, es hat sogar funktioniert. Nice. Können wir hier runter? Ich bin ehrlich, es sieht schon ziemlich hoch aus. Aber irgendwie habe ich Bock, runterzuspringen. Ich werde es bereuen. Das ist viel zu hoch. Nee, okay, ich riskiere gar nichts. Mein Instinkt verarscht mich gerade einfach nur. Na komm, dann gehen wir den richtigen Weg. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das soll nämlich, glaube ich, der allererste Dungeon sein. Also der erste richtige Dungeon. Naja, wobei, der Dekobaum zählt eigentlich auch. Ich bin gespannt. Gehen wir in Dodongos Höhle rein. Ja, und ich kriege jetzt schon ein paar Dungeon-Vibes. Komm, Yid. Oh, das sieht anders aus, als ich es erwartet hätte. Ich habe jetzt nicht mit Lava gerechnet. Ich weiß nicht mal, warum. Eigentlich war es klar. Ich meine, in Goronia ist es doch schon eher heiß. Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Was du nicht sagst, Navi. Was du nicht sagst. Das hätte ich so natürlich nicht gewusst. Okay, Navi, ich nehme alles zurück. Ich bin der Dumme, ich bin der Dumme, ganz klar. Wer soll eigentlich Dodongo sein, frage ich mich gerade. Wir gehen mal zur Mitte. Du bist doch ein bestimmter Gegner, oder? Yo! Yo, der Laser... Okay, er tötet mich einfach komplett. Lass mich bitte in Ruhe, 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 lass mich bitte in Ruhe. Hörst du bitte auf? Bro, hör doch bitte auf! Okay, ich glaube... Muss mal kurz ins Menü. Und mein Schild wechseln? Bringt das was? Das wird doch niemals was bringen, oder? Was willst du? Wie soll ich dich töten? Bringt das was? Ja, tatsächlich? No! Okay, das war ein Bait. Ich glaube, es wäre besser gewesen, Navi, hättest du mich vor dem Gegner gewarnt und nicht vor der Lava. Denn der Gegner wirkte ziemlich overpowered, bin ehrlich. Und ich dachte, ich könnte ihm so richtig eine versohlen. Aber nein, ich hau einfach ab. Ich gehe einfach direkt weiter. Kein Bock, mich auf sowas hier einzulassen. Da ist noch so einer. Komm. Weg mit dir. Jo, okay, der hat sogar Damage gemacht mit seiner Explosion, als ob. Ach, so ein Ding. Also 4 Herzcontainer sind wirklich nicht sehr viel in diesem Spiel. Vor allem, wenn man so schlecht ist wie ich. Stirb. Ich gebe auf. Wie wär's, wenn ich dir ein Deko-Schild verkaufen würde? Er kostet 50 Rubine. Yo, okay, übertreib halt. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Ich hab ein Deko-Schild. Was willst du? Sind noch 50 Rubine. Was für ein Wucher ist das denn bitte? Komm ich rüber mit einer Bombe in der Hand? Leute, ich hab ein Problem. Okay, das Problem habe ich aber schnell gelöst bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich bin aber schon wieder ganz schön low. Okay, dann machen wir es so. Nehmen wir das nochmal. Springen rüber. Werfen. Nee, und gehen in die Lava. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Den werden wir schon bewerfen. Komm, hier friss. Die Wand sieht doch bröcklich aus. Wie wäre es, wenn die einfach mal kaputt geht? Ich habe immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat, ne? Warum sagen mir die Dinge einfach die Uhrzeit an? Das ist voll weird. Oh, hier ist noch eine Wand, die ich zerstören kann. Okay, dann schauen wir mal hier. Was ist hier? Das sieht gefährlich aus irgendwie. Oder zumindest gruselig. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und ich habe aber Angst. Ja, okay. Und genau davor habe ich Angst. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Jo, die explodieren! Oh! Don't! Stirb. Warum explodieren die Gegner einfach? Das ist nicht cool. Oh, ich bin fast tot. Das überlebe ich nicht. Ja, Link, ich weiß, du bist erschöpft. Komm. Stirb. Ich weiß nicht, ob das Damage macht, um ehrlich zu sein, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Oh, komm, wie viel denn noch? Nee. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe.
komm weg mit dir. Ja, gib mir ein Herz, danke. Es hört endlich auf, diese blöden Sounds zu machen. Oh, hier kann ich noch was aufsprengen. Ich aktiviere mal hier diesen Schalter. Damit öffnet sich die Tür. Ich verstehe das Rätsel, aber ich kann das hier doch einfach bewegen. Oh, Flederbeißer, komm. Komm, komm doch. So, stirb. Und du? Bam, weg mit dir. Ja, noch mehr Herzen. Dankeschön. Okay. What? Sind das, sag mir nicht, dass das Exile-Fosse sind. Das sind Exile-Fosse, oder? Es wäre echt lustig, wenn es welche wären. Na komm. Aha, du bist der Nächste, der Stress will. Yo. Weißt du was, Bruder? Deckung, Deckung, Deckung. Das kann ich auch. Stirb. Der Nächste. Komm, stirb. No, ich hab doch mein Schild rausgeholt. Komm, stirb doch endlich. Bam. Yo. Der erste Mini-Boss-Fight, würde ich mal sagen. Da hinten sind noch zwei Krüge. Oh, ein Herz. Sehr, sehr schön. Oh, was bist du denn? Ich lasse euch mal ganz kurz in Ruhe. Ich will nämlich erstmal gucken, was sich dort hinter befindet. Oh, jetzt kommt wieder so ein Boy. Okay, das war jetzt nicht sehr schwer. Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Dekostab anbieten. Ein Stück kostet 15 Rubine. Das ist doch voll Wucher. Ja, komm, hau ab. Brauch dich nicht. Geht. Hä? What? Als ob der keinen Damage bekommt. Kriegt er keinen Schaden? Ah, doch. Von hinten ist er nicht gepanzert. Da kann ich ihn angreifen. Yo, Alter. Der ist aber echt beweglich. Der ist extrem beweglich. Komm, stirb. Stirb doch. Oh, der explodiert auch. Warum explodieren hier einfach alle Gegner? Was soll das? Moment mal, kann ich die auch anzünden? Wofür ist das? Vielleicht kann ich die in Rüstung anzünden? Nee, 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 nee. Okay, never mind. Deckung. Yeet. Stirb doch. So, weg mit dir. Die Gegner sind hier tatsächlich gar nicht mal so unknifflig. Ich zünde mal einfach alle Fackeln an. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall von Relevanz sein. Ja, wobei, besiegen wir erstmal noch den da. Komm ran auf den Meter, komm ran auf den Meter. Jetzt. Was? One-Shot? Oh Mann, der ist so schwach. Schnell weitermachen, weil scheinbar gehen die auch wieder aus. Yes. Das hat funktioniert. Ich finde es witzig, dass einem das was hier nicht gesagt wird. Das erinnert schon sehr krass an BOTW, wo man quasi einfach in die Welt geschickt wird und man muss alles quasi für sich selber rausfinden. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise. So, und jetzt sind wir da, wo wir am Anfang waren, richtig? Das Ding ist nur, da hinten gab es doch eine Stelle, die man aufsprengen konnte. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir da hinkommen oder nicht. So, ich nehme das mal mit. Nie im Leben sind wir schnell genug dafür. Nee. Oh, jetzt kommen auch noch die Gegner hier. Ich glaub's auch. Wobei, können die das vielleicht aufsprengen? Könnte das sein, dass die das aufsprengen können? Okay, weißt du was? Wir kämpfen jetzt hier vorne. Und dann sprengst du mir das hier bitte auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Yes! Das hat wirklich funktioniert. Okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich bin ehrlich. Komm weg mit dir. Oh mein Gott, als ob das funktioniert hat. Hier ist ein Geheimraum. Ah, mit einer Skulltula. Oh Gott, komm weg mit euch. Oh, Triple Kill. Das war nice. Komm. Weißt du was? Warum töte ich dich nicht einfach so? Muss ich springen? Okay, ich muss springen. So, wir haben das Skulltula gefunden. Sehr schön. Was hat das mit dieser Fackel auf sich? So, dann können wir jetzt ja zurückgehen. Yo, Speedrun, Speedrun. Och nee, och nee. Diese Laseraugen, die sind echt creepy, ohne Witz. Komm weg mit dir. Ja, und das Ding ist natürlich auch wieder da. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Komm, aus dem Weg, Bruder. Schnell hier rüber. Und dann können wir jetzt endlich durch diese Tür. Wow, okay. Hier gibt es sehr, sehr viele Bomben. Oh, ich finde die Dungeon-Musik so nice, ne? Die ist halt schon ein bisschen unheimlich, aber genau das fühle ich einfach. Oh, nee, 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 weg. Das hat nicht funktioniert. Hätte ich mir auch denken können. So, dann legen wir die einfach mal hier ab. Hier drüben gibt es auch nichts mehr. Warum sind das so viele Bomben? Es hätten echt nicht so viele sein müssen. Oh, die greifen mich doch gleich bestimmt an, oder? Oder? Greifen die mich nicht an?
Die greifen mich an. Kann ich dich hinten angreifen, oder? Mache ich hinten Schaden? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich brauche noch eine Bombe, komm. Geht! Aus dem Weg, Bruder, aus dem Weg. Komm. Weg hier. Okay, das war nicht so geplant. Ich vergesse immer, dass man sich bewegen muss, um die zu werfen. Ich bin so kacke. Wo ist der jetzt hin? Dein Ernst? So, wie viele Bomben brauchst du, damit du endlich Ruhe gibst? Autsch. Ich glaube, er ist schon ziemlich low. Oh, er ist sogar schon tot. Was ist hier drin? Jetzt bin ich gespannt. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Oh, nice. Ich habe noch gar nicht auf die Map geachtet, um ehrlich zu sein. Da oben ist so ein Skelett. Das macht mir irgendwie auch Angst. Hier muss es irgendwo eine Schatztruhe geben. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Einmal hier lang. Und dann hier rechts irgendwo. Ach, hier. Kann ich an eine Wand aufspringen. Hä, war die da auch schon davor? Bin ich einfach nur lost? Tatsache. Ich bin einfach nur lost. Als ob ich die davor nicht gesehen habe. Und... die Labyrinthkarte. Berühre auf dem Touchscreen Karte, um deine detaillierte Karte aufzurufen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Aha, es gibt mehrere Stockwerke. Gehen wir mal auf Karte. Oh. Ich dachte, wir sind schon durch mit dem Dungeon, aber es geht noch ein kleines bisschen weiter. Also wir müssen irgendwie in der Mitte, glaube ich, lang. Also da in dieses Maul von diesem komischen Etwas. Und von dort aus kommen wir wahrscheinlich irgendwie auf die zweite Ebene. Habe ich recht? Das war auch so eine Treppe. Kann ich mich hier irgendwie runterschießen, runterbauen? Kann ich die Dinger hier zerstören? Bringt das was? Wieso habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich das Rätsels Lösung ist? Was ist, wenn wir einfach alles zeitgleich sprengen? Und zwar genau so. Yo! Es hat funktioniert. Als ob. Als ob das funktioniert hat. Ich wollte schon sagen, warum sind hier einfach so grundlos so viele Bomben? Da haben wir es. Die sind hier gar nicht grundlos. Ich muss sagen, die Rätsel hier in diesem Spiel machen schon mega Bock. Aber es wird einem auch einfach überhaupt nichts gesagt. Man muss auf alles selbst kommen. Und das finde ich irgendwie mega interessant. Wenn auch manchmal ein bisschen verwirrend. Oh, nochmal Skulltulas. Komm her. Number one. Nee, Moment. Das sind normale Skulltulas, oder? Keine goldenen. Doch, du bist eine goldene. So, gönn mal. So, noch eine. Jetzt müssten wir eigentlich auf der zweiten Ebene sein. Krieg ich die abgeschossen? Das sind doch safe Flederbeißer, oder? Ich meine, das sind doch auf jeden Fall Feuerflederbeißer und... okay, das war verkackt. Yes! Dieser Raum kommt mir auch irgendwie mega bekannt vor, ne? Okay, Gegner Number One. Komm. No! Komm schon. Habe ich noch jemanden gehittet? Hä, hey, what? Der ist gestorben? Warum? Oh, das war close, das war close, das war close. Wow, komm, 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 komm. Weg mit dir. Oh, ich habe den nächsten geweckt, ich habe den nächsten geweckt. Leute, die töten sich einfach alle gegenseitig. Okay, das war eine Kettenreaktion. Habt ihr es gesehen? Ah! Mist. Okay, da habe ich jetzt nicht rechtzeitig reagiert. Ah, das ist kein Gegner. Ich verstehe. So, dann zur Seite mit dir, Bruder. Einmal hier rauf. So, gehen wir mal weiter. Federbeißer. Nein, mein Schild ist weg. No, ich habe kein Deko-Schild mehr. Oh, lol, hier oben geht's weiter. Wir sind beim ersten Raum, nur halt... ja, weiter oben halt, ne? Bruder. Alter, Snipe Kamsen. Ich sag's, wie es ist. Kommen wir hier rüber. Yes. Wow. Euch wiederum habe ich nicht gesehen. Findet sich da links was? In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke L, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Nein, absolut nicht. Ich meine, doch, so ein bisschen hilft es schon. Gehen wir hier weiter. Können wir das hier wegbewegen? Ne, wir müssen es reinbewegen, oder? Und jetzt? Kommen wir darauf? Nein, das funktioniert nicht. Was ist hier oben? Ist hier oben vielleicht
die Antwort auf dieses Rätsel. Ich glaube, wir müssen es rausziehen. Moment mal, ich bin doch blöd. Natürlich müssen wir es rausziehen. Wir können doch einfach draufspringen. Ich bin so lost. Komm rauf. Ja, genau so macht man das. Ich bin auch blöd. Okay, wisst ihr was? Ich habe gar nichts gesagt. Ich brauche nämlich scheinbar eine Bombe. Wo kriege ich die her? Oder dahinter? Nee, hier ist so ein Herz. Hä, wo muss ich lang? Aber von hier komme ich doch. Nee, das kann es nicht sein. Autsch. Wie soll ich das aufspringen? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu blöd. Warum kommt hier aber auch nichts aus der Pflanze raus? Ach, das ist nur eine normale Pflanze. Irgendwas übersehe ich doch, Leute. Hoppala. Das ist doch so eine Pflanze. Wie soll ich da rankommen? Oder brauche ich diesen Block dafür? Yes! Oh mein Gott. Ich komme hier rauf. No! Schauen wir mal, was in dieser Kiste drin ist. Yay! 20 Rubine. Wow, okay. Das ist gut. Dann nehmen wir mal das hier. Drehen uns einmal. Und jetzt. Perfekt. Da haben wir es. Komme ich mit einer Bombe dorthin rechtzeitig? Wahrscheinlich nicht. Bin mir gerade echt nicht sicher. Ich will es probieren. Nee. Das geht so nicht. Das schafft man nicht. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Okay, da brennt irgendwas. Ich habe Angst. Schauen wir erstmal, was sich hier so befindet. Okay, Herzen. Sehr nice. Ja, was hat es damit auf sich? Sollte ich da reingehen? Mein Instinkt sagt mir, ich sollte da auf keinen Fall reingehen. Und irgendwie denke ich, vielleicht hilft mir die Ocarina weiter. Ich habe keine Ahnung. Willst du mit Salia sprechen? Eigentlich nicht, nee. Willst du dann mit mir sprechen? Ja. Los, beeile dich. Mehr hast du mir nicht zu sagen. Okay, er hat... Ah, da oben ist ein Auge. Okay, never mind. Jetzt weiß ich Bescheid. Oh, da seid ihr schon wieder. Ihr kleinen, ekligen. Komm, Speedrun. Oh nee, hier kommen wieder Gegner. Ja, ich wusste es. Ihr könnt mich nicht verarschen. Nein, mach doch nicht meine Stäbe kaputt. Was? Der dodgt einfach? Was wird das? Okay. Nee, nix da. Komm, stirb. Ha, daneben. Pariermeister Kamsen einfach wieder am Start. Und jetzt hier rüber. Oh Gott, close, Link. Gefährlich. Nicht runterfallen, bitte. Ich glaube, das überlebst du nämlich nicht. Yo, Alter. Aber wie cool, dass das einfach so ein richtiger Dungeon ist, diese Höhle. Oh, wenn BioTV 2 sowas hat, dann, ich sag euch, bestes Game der Welt. Hier gibt's nur Herzen und da unten ist erstmal nichts zu holen. Ach, da unten haben wir doch vorhin gefightet. Das ist doch safe dort unten gewesen. Ich hab's doch wiedererkannt. Das ist ja witzig. So, selbes Spiel nochmal von vorne. Einmal aufs Auge. Komm schon. Und hier ist das zweite Auge. Ich wusste es doch. Und jetzt schnell hier rüber. Yes. Jetzt müssen wir eigentlich wieder am Anfang sein, ne? Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind da, wo ich vorhin hin wollte. Und hier ist der Schatz, der auch in der Karte eingezeichnet ist. Die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Du kannst die Bomben mit blablabla platzieren und Hindernisse wegsprengen. Das ist bombig. Okay, die Witze waren auch mal besser, ne? Okay, machen wir die mal dahin. Und hier... Perfekt. Gehe ich jetzt erst normal weiter oder gehe ich wieder nach unten? Wenn ich nach unten gehe, dann darf ich den ganzen Weg wieder von vorne laufen. Ich gehe mal kurz hier lang. Okay, ich aktiviere jetzt diesen Knopf. Und was genau ist das jetzt? Ist das ein Aufzug? Der riesige Schädel. Leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal wieder zurück und sprengen das hier einfach mal auf. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, nicht ihr schon wieder. Oh nein, ich habe gar keine... Ja, okay, nee, ich gehe einfach wieder. Als ob man einfach ein Dekoschild braucht. Kann ich die abschießen mit Dekonüssen? Jeder, meine Freunde, kommt mal her. Yes, es funktioniert. Yes. Vergib mir, darf ich dir Dekonüsse anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Wow, das ist echt teuer, Mann. Und ich sehe gerade, ich kann gar nicht mehr als 99 Rubine einsammeln. Kann das sein? Ja, komm, Gepär. Du hast keinen Platz dafür. Komm später wieder. Warum habe ich keinen Platz dafür? Habe ich 30 Dekokerne? Das kann gar nicht sein. Oh, ich habe 20. Ach, Dekonüsse und Dekokerne sind was anderes. Oh, ich bin blöd. Ich dachte, das ist das Gleiche, was man mit der Armbrust hier verschießt. Oh, ich bin einfach dumm. Was verkaufst du mir? Hab Gnade, ich kann dir Dekokerne anbieten. 30 Stück kosten 40 Rubine. Dekokerne. Oh. Hab Dank. Das war ein Riesenverlustgeschäft, weil ich viel zu viel eigentlich hatte. Reden wir einfach nicht drüber, Leute. Oh Gott. Autsch. Ja, ich habe vergessen, dass hier gefährliche Spike-Dinger, was auch immer, rumflitzen. Hier müsste jetzt noch irgendwo eine Truhe sein. Und zwar auf der anderen Seite. Aber die haben wir doch schon geholt, oder? Da oben ist eine Truhe. Wir müssen zurück, Leute. Da war eine Truhe. Und die werde ich mir auch holen. Das könnt ihr wetten. So, jetzt.
Alter, ich bin der Speedrun-Master. Habt ihr das gesehen? Mich wundert's, dass ich so wenig Rubine einsammeln kann. Als ob ich einfach nur 99 Stück behalten kann. Das ist ja nix. Skip einfach mal. Autsch. Lol, er hat nicht mal Damage gemacht. Okay. Gehen wir mal über diese Brücke. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Bombe. Und yeet. Ja, ein Dekoschild. Sehr schön. Genau das, was wir gerade gebraucht haben, to be honest. Und jetzt müssen wir nur irgendwie die Augen rot bekommen. Aber wie? Wieso habe ich die Vermutung, dass wir Bomben runterwerfen müssen? Ja, ich lag richtig mit meiner Vermutung. Aber was macht man, wenn man keine Bomben mehr hat? Da muss man farmen gehen oder wie? Wie stellt sich das Spiel das vor? So, komm, einmal runter mit dir. Yes, oh mein Gott, ich bin so smart, Leute. Ich bin einfach 900 IQ. Aber ich muss hier rüberspringen. Ah, ich verstehe. So, einmal rüber. Oh Gott. So, und wir sind gleich in der zweiten Ebene. Und dieser Dungeon, der ist mega lang. Holy moly. Schnell weiter. Geh weg mit deinem Laser. Geh weg mit deinem Laser. So, und ich würde sagen, ab hier kommt dann die zweite Hälfte.